Hallo, ich bin Johann Henrik Sprang. Und wie würdest du es finden, wenn hier kein Bolzplatz mehr wäre? Ich würde es ziemlich blöd finden, weil ganz viele Kinder, für ganz viele Kinder ist das hier ihr Spielplatz und die haben dann nichts mehr, wo sie hin können. Und wie in der Zeitung geschrieben wurde, hier werden nur Partys gefeiert und hier liegt überall Müll. Das stimmt nicht, hier spielen sehr viele Kinder Fußball und es wäre schade, wenn das nicht mehr möglich wäre. Hallo, ich bin Stefan Wanselow. Ich wohne hier in der Nähe und wir gehen mit unseren Kindern sehr oft hier hin zum Fußballspielen, aber auch Federball, Frisbee. Und wenn der Platz jetzt nicht mehr da wäre, das wäre natürlich sehr schade und doof für uns. Ich wüsste nicht, wo man hier in der Nähe irgendwo Sport machen könnte, sich draußen bewegen. Mein Name ist Johanna Meierkort und mir ist es ein besonderes Anliegen, dass die Kinder hier im Viertel einen Platz haben, wo sie sich eben treffen können. Besonders dann, wenn sie zu Hause keinen Garten haben, auf den sie zurückgreifen können. Und da gibt es hier einfach leider relativ wenig Flächen. Hallo, mein Name ist Azad Aldawas. Ich wohne in Fischbecker Straße von anderer Seite von Weser. Und meine Kinder kommen manchmal hier Fußball spielen. Ja. Und wie wäre das für Sie, wenn es diesen Bolzplatz nicht mehr gäbe? Ich weiß nicht, wo soll ich gehen oder mit Kindern, weil ich kenne diesen Ort und wir haben hier immer, oder die Kinder hier haben hier gewohnt und hier gespielt. Wie haben Sie hier im Klützviertel davon erfahren, dass der Bolzplatz eventuell nicht von Dauer sein könnte? Also wir hatten einen Anruf von einer befreundeten Mutter, die uns anrief, die wusste, dass wir hier ganz oft sind und die sagte, habt ihr gehört, dass das hier geschlossen wird? Und als ich das meinem Kind erzählt habe, hat es gesagt, was, das soll geschlossen werden? Warum denn? Das wäre doch total doof. Mein Name ist Martin Sprang und ich finde auch, dass der Bolzplatz unbedingt erhalten bleiben muss, weil es hier im Viertel ja zu wenig Alternativen gibt. Und die anderen Sportanlagen sind leider ja für den Schulsport bis 17 Uhr eingebunden, sodass man da gar keine Möglichkeit hat. Und daran schließt sich eigentlich nahtlos der Vereinssport an. Unter der Woche eigentlich täglich und wochenends, wenn Wettkampfbetrieb ist, ist das auch der Fall. Und somit sehe ich keine Ausweichmöglichkeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser Bolzplatz hier als Freizeittreffpunkt erhalten bleibt. Hallo, mein Name ist Christina Sprang. Ich wohne hier im Plütviertel, ganz nah am Bolzplatz. Und eigentlich ist hier immer was los. Entweder spielen die Kinder Fußball oder es treffen sich Familien auf der Wiese und nutzen auch den Grill, der da steht. Und wir hoffen sehr, dass den Kindern diese Möglichkeit nicht genommen wird.